So, 28 Jahre ist er alt, kommt aus Duisburg, ist Personal Trainer und will jetzt seinen Kunden zeigen, was er so drauf hat. Also der hat schon auch sowas drauf bei seinen Kunden, aber er will es hier nochmal unterstreichen. Hassan Al-Dinawi. 2016 aus Syrien gekommen nach Deutschland. Mixed Martial Arts, Kampfsport also. Ja. Calisthenics. Ja. Schwimmen und Parkour, das ist eine gute Mischung. Also Schwimmen wird er hier wahrscheinlich nicht nutzen wollen. Aber auch wenn ich mir den Körperbau so anschaue, das sieht nach guten Grundvoraussetzungen aus. Nicht zu massig. Mhm. Gucken wir mal. Jetzt ist diese Schwinggeschichte, die muss halt sitzen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ein bisschen ins Straucheln geraten, aber nicht schlimm, nicht schlimm. So, wie sieht es mit der Balance aus? Naja, Parkour, wenn er Parkour trainiert. Ja, ja, dann sollte er das eigentlich können. Die Frage ist aber immer, wie lange macht er das schon? Zu langsam. Aber ein guter, mittiger Tritt. Ja, ein guter, mittiger korrigiert. Tritt. Er hat es auch noch mal korrigiert nach hinten raus. Zum Hast du auch gebibbert kurz? Mhm. So, wie ist das mit den Schuhen? Wie ist die Haftung? Das geht ja nicht nur über Muskelkraft. Je besser der Abrieb da an der Sohle ist, desto besser ist der Grip. Das heißt, man muss nicht ganz so kräftig gegendrücken. Das erleichtert, das stellt hier kein Problem für ihn dar. So, jetzt die Technik. Wir haben das bei den Leibers gesehen. Macht er auch gut. So, da kann man schon rüberfliegen, aber das macht er ganz souverän. Der ist gut. Ja, und kontrolliert. Also er will nichts riskieren. Ja, aber was ist mit der Kraftausdauer, Jan? Die kommt jetzt irgendwann ins Spiel. Ja, das Gesicht sagt was anderes. Der ist schon auch ein Vieh, ne? Guck mal, jetzt die Zeit erfragt beim Schiri. 30 Sekunden hat er. Er hat das Fitnessstudio übernommen. Hast du schon gesagt, indem er seine Ausbildung gemacht hat? Also der ist in vielerlei Hinsicht ehrgeizig und hinterlässt hier bisher einen Knorke-Eindruck. Knorke-Eindruck? Ja, das ist Knorke. Lang nicht mehr gehört, du Schlawiner. Boah, ist gut. Das ist richtig gut. So, jetzt den Übergang. Nicht zu überpacen. Gut. Ne? Da bist du ein bisschen fast extra, der fast mit den Unterarmen gegengeschlagen. Ja. Nicht, dass er sich da in den Kopf stößt. Sehr gut. Ja, aber also, da ist noch Power da. Ja, aber pass auf. Boah. Das ist ganz easy noch. Richtig gut. Wirkt überhaupt nicht so, als seien die Unterarme kurz davor zuzumachen. Wenn die Oh! Okay. Ansage. So, und jetzt wieder rein in den Tunnel. Ey, und jetzt wieder rein in den Tunnel. Wenn du das erste Mal bei Ninja Warrior Germany teilnimmst, das erinnert an Chris Hamert. Kommst, ja. Und sowas machst vor dem sechsten Hindernis. Er präsentiert sich wie ein Supersportler. Bringen wir es mal auf die Ebene. Ja, aber er schwingt zu viel. Ah, er greift nach. Gut, nee. Jetzt ist er auch in der Himmelsleiter drin. Da dachte ich kurz, ich wollte es nicht beschreien. So ein Neuling, der mit der Himmelsleiter noch nicht so viel zu tun hatte. Aber ein bockstarker Auftritt. Na, pass auf, und jetzt muss ich einfach mal eins sagen. Also erstmal, ich bin bei dir. Das war ganz, ganz groß. Da war Show mit dabei. Da war aber vor allem der Beweis, dass er ein unglaublicher Athlet ist. Ist das jetzt hier der Abgang mit dem Salto? Ja, ja. Ne? Genau. Also ganz so einfach ist es offensichtlich doch nicht. Ob es andere Athletinnen und Athleten weitergeschafft haben, seht ihr hier. Oder aber ganze Folgen ist auch schön.